sag nur eins. Bevor ich mit dem Fabian nach Mainz gezogen bin, da hatten der Jochen und ich ein paar wirklich super romantische Momente. Stimmt das, Jochen? Als wir schon verheiratet waren, war das? Kerstin, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, aber es war wirklich nur einmal. Wann? Das war kurz nach unserer Hochzeit. Ich habe Olivia in der Stadt getroffen. Wir waren auf einer Kneipentour mit meinen Jungs und ja, dann hat Olivia mich umarmt und hat begonnen, mich zu küssen und ja, aber sie waren ja furchtbar betrunken. Ja, naja, ich kann es mir vorstellen. Ne? Und hat aber es hat mir nichts bedeutet, ja, ich war betrunken. Ja, super. Ja. Oh, super. Mein Mann hüpft mit meiner damals besten Freundin ins Bett. Meine beste Freundin heuchelt mir große Freundschaft vor. Sag mal, du warst doch auch schon mit Fabian zusammen zu dem Zeitpunkt. Weiß der eigentlich davon? Ja, das ist doch völlig egal jetzt bei uns. Also das ganze Thema Seitensprung mal hin oder her. Wenn er strafbar wäre, wäre es eh verjährt. Aber es gibt doch noch einen aktuellen Verehrer von Ihnen, der noch nicht verjährt hinter Ihnen hergeifert. Das ist Simon Reetzer, bei dem Sie als Stammnacktputzer waren. Und irgendwann ist Ihnen das dann zu viel geworden und Sie haben ihm einen Korb erteilt. Davon wussten Sie doch auch, oder? Ja, hören Sie bloß auf. 2 Tage danach ist er ständig bei mir in der Agentur aufgetaucht. Hat mir einen vorgeheult. Er hat einfach nicht geschnallt, warum Jochen nichts von ihm wollte. Ja, und Jochen hat dann gesagt, er will nie wieder leider bei Simon putzen, obwohl der wirklich gut bezahlt hat. Sie glauben also auch, dass Simon Reetzer in Jochen Felde verliebt war, oder? Ja, aber hallo, der war sowas von verknallt in den. Deswegen glaube ich auch, dass er sich an dem gerecht hat. Mhm. Haben Sie schon mal einen schwulen Mann mit Liebeskummer erlebt? Horror, sag ich nur. Die sind wirklich dann zu allem fähig. Tja, Liebeskummer setzt viele Fantasien frei. Noch Fragen an die Zeugin Strauß. Nein, nein. Dann möchten wir uns mal diesen Reetzer angucken. Simon Reetzer, bitte. Und Sie nehmen bitte an der Seite Platz. Die Zeugin bleibt unvereidigt. Herr Reetzer, bitte nehmen Sie doch Platz. Herr Reetzer, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Paragraph 55 erlaubt jedem zu schweigen, wenn er sich bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Herr Reetzer, Ihr Vorname ist Simon, Sie sind 32 Jahre alt und wohnen in Stuttgart. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Grafikstudent im 3. Semester. Immerhin schon. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Nein. Herr Reetzer, nach Ansicht der Staatsanwaltschaft soll es ja die Angeklagte gewesen sein, die am 29. August 2009 ihren Mann, jedenfalls die Füße davon, einbetoniert hat in Schnellbeton. Und zwar war das im Hause ihrer Eltern. Die Verteidigung sieht das natürlich anders, dass da jemand anders dahinter stecken wollte. Sie haben jedenfalls den Jochen Felde gefunden am Montag früh, am 31. August. War das Zufall, dass Sie da an dem Morgen bei der Baustelle Ihrer Eltern gewesen sind? Ja, mehr oder weniger. Also ich musste genau an diesem Morgen einen ganz wichtigen Termin von meinen Eltern übernehmen mit den Bauunternehmern. Und es ging also darum, den frisch einbetonierten Fußboden im Erdgeschoss zu inspizieren. Und dann kamen wir also da rein und dann sah ich den Jochen also auf seinem Stühlchen sitzen und ich kann dir sagen, der sah ja total schrecklich aus. Der war ja ganz kreidebleich um seinen Tag gewesen. Ich sag ja immer wieder, zu was Frauen fähig sind, ne? Und dann habe ich ganz schnell die Polizei angerufen, den Krankenwagen verständigt. Sie kannten den Jochen Felde ja schon vorher. Na, durch Nackiputzi natürlich. Also ich habe den Jochen ja schon ein paar Mal gebucht über die Agentur. Also wenn ich eins hasse, dann ist das ja Putzen, Bewahre. Nein, also das können wirklich andere Leute für mich erledigen. Und wenn die dann noch so schnuckelig aussehen wie der Jochen, dann fällt also mir das Putzen selbst wieder leicht. Ja, nur irgendwann wollte der schnucklige Jochen nicht mehr nackt für Sie putzen. Oder Herr Felde, warum wollen Sie denn nicht mehr da putzen? Ja, ich war 4 oder 5 Mal bei ihm putzen und der Simon hatte nachher immer so komische Vorstellungen, hat mich so komische Sachen gefragt. Er sagte zum Beispiel beim letzten Mal, das war am 25. August war das, ich soll mich auf sein Bett legen neben ihn. Und da habe ich gesagt, hör mal, Mann, ich bin verheiratet, ich mach sowas nicht. Ja, hat er gesagt, dann soll ich mich wenigstens auf den Stuhl setzen. Er hätte da eine Überraschung für mich. Das war eine Überraschung, das kann ich Ihnen sagen. Schwupps, hatte ich auf einmal den Simon bei mir auf dem Schoß sitzen. Dann hat er mich umarmt, ich war so perplex, wollte nur noch weg, aber der so, hat so zugedrückt, der hat so eine Kraft entwickelt, da kam der immer näher und wollte mich auch noch küssen. Und ich habe mich dann da irgendwie befreien können und bin in meinem Putzoutfit, ja, mit der Schürze, mit dem String und mit dem Putzbeutel nach draußen. Bah!
Das war so widerlich. Ich habe mich so geschämt, wenn mich irgendjemand da gesehen hätte von meinen Bekannten. Ich habe mich so geschämt. Es war also wirklich fürchterlich. Und eins werde ich dir sagen, hör mal, nur weil ich ab und zu hier auch für Männer putze, heißt das noch lange nicht, dass ich schwul bin, ja? Und ich lasse mich auch nicht von Kerlen antatschen. Ich bin nicht irgendein Mann, merkt dir das, Jochen? Und wenn du mich fragst, hat das doch alles einen Grund, dass du in fremden Haushalten noch nackt putzen gehst. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du es nur wegen des Geldes machst. Das Geheim willst du doch nur deine Fantasien ausleben. Aber du bist verrückt, ich mach das wegen der Kohle, ja? Merkt dir das? Ach, mich lässt man nicht so einfach sitzen. Also man lässt sie nicht so einfach sitzen, man lässt sie nur mit unangenehmen Folgen sitzen, oder? Und das war für Sie, war das nicht auszuhalten, nicht nachzuvollziehen, dass man einem Prachtkerl wie Ihnen einen Korb gibt, oder? Sie haben anonym, haben Sie ein Feld zu dem Haus bestellt. Sie wussten, dass das an dem Wochenende abgelegen war. Sie wussten, dass der Beton da frisch ist. Sie haben den einbetoniert, um ihm mal zu zeigen, dass man so mit Ihnen nicht umspringt. Ich möchte gar nicht wissen, was Sie mit dem angestellt haben, als er ohnmächtig war. Was? Jetzt wollen Sie mir noch das alles in die Schuhe schieben? Ich glaub's ja gerade mal eben nicht. Kerstin Felte hat Ihren Mann einbetoniert. Jawohl, die ist doch eiskalt und zu allem fähig. Ja, kennen Sie die Angeklagte näher, dass sie sich so exponiert? Ja, natürlich. Also sie war ja des Öfteren schon mal bei einem Besichtigungstermin mit meinen Eltern dabei. Und ich kann Ihnen eins sagen. Diese Frau weiß, was sie will und was sie garantiert nicht will. Das ist nämlich, dass die Tochter von der Olivia, die 16-Jährige, mit dem Jochen rummacht heimlich. Bitte? Das wird ja immer schöner hier. Was, mit meiner Tochter? Kerstin, glaub das nicht, das stimmt nicht. Herr Reeser, Wahrheitspflicht, ich darf erinnern, wie kommen Sie jetzt zu dieser Behauptung? Anfang August 2009 ist doch die besagte Kim, so heißt die Tochter von der Olivia, mit einem niegelnagelneuen Mofa an der Agentur vorgefahren. Und ich war gerade zufälligerweise da, weil ich wollte also einen Termin mit der Olivia ausmachen. Und Anonymität gibt es bei mir nicht. Ich bin punktuell, sofort wird Klartext geredet bei mir. Und dann habe ich sie natürlich gefragt, wie sie sich so einen Schlitten leisten konnte. Und da hat sie mir ja brühwarm erzählt, dass sie den vom Jochen hat. Du lässt dir so ein Tattoo stechen auf die Stirn, damit du diesem Mädchen ein Mofa kaufen kannst? Sag mal, hast du was mit der? Nein, hab ich nicht! Ich habe den Eindruck, Frau Felte, dann war Ihr Motiv gar nicht das Nacktputzen. Das hat Sie gar nicht sonderlich gestört. Ihr Motiv war, dass Ihr Mann möglicherweise eine Affäre mit der 16-jährigen Kim Strauß hatte. Eifersucht. Ganz klassisch. Nein, das war sicher nicht, denn auch davon habe ich nichts gewusst. Wussten Sie mal wieder gar nichts? Ach, nein, ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen. Steht dann bleibt uns nichts anderes übrig, als diese Kim Strauß nachzuladen. Frau Strauß, ist Ihre Tochter eigentlich im Moment bei Ihrem früheren Lebensgefährten in Mainz oder ist sie gerade bei Ihnen? Die ist gerade bei mir zu Besuch. Passt mir umso besser. Noch Fragen an den Zeugen Reeser? Nein, bleibt unvereidig und die Verhandlung wird unterbrochen, bis wir fortsetzen können mit Kim Strauß. Frau Strauß, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Frau Strauß, Ihr Vorname ist Kim. Sie sind 16 Jahre alt und wohnen normalerweise bei Ihrem Vater in Mainz. Wenn Sie nicht gerade jetzt bei Ihrer Mutter sind, gehen Sie doch zur Schule. Ja, 10. Klasse Waldburg-Gymnasium. Sie können mich aber übrigens gerne mit Kim anreden. Bei Frau Strauß quatscht meine Mutter immer gerne sofort mit los. Ah, gebranntes Kind. Ja, mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja, habe ich noch nie gesehen. Aber können Sie mir jetzt bitte endlich verraten, warum ich überhaupt hierher kommen musste? Ich bin dabei. Uns interessiert nämlich zunächst einmal Ihr Verhältnis zu Jochen Felte, dem Ehemann der Angeklagten. Ein Zeuge hat nämlich hier behauptet, Sie beiden hätten was miteinander. Bitte? Natürlich nicht. Jochen ist nur so eine Art Freund von mir. Ja, welcher Art? Das interessiert uns natürlich. Seit wann kennen Sie ihn? Ich habe ihn im September 2008 durch meine Mutter in Stuttgart kennengelernt. Ich habe ihr damals einen Überraschungsbesuch abgestattet, weil wir einen Tag frei hatten in der Schule. Ja, und da stand Jochen dann vor ihrer Haustür. Sie hat ihn mir als einen alten Freund vorgestellt und später hat er dann auch noch in der Agentur gearbeitet, sodass ich ihn da auch öfter angetroffen habe. Wir haben uns kurz darauf angefreundet und seitdem mache ich manchmal was mit ihm, wenn ich am Wochenende bei Mama bin. Aber das ist auch alles. Das ist alles. Herr Felten, ich bin am Rechnen. Ich notiere mir ja gern bei den Aussagen immer Zahlen, vor allen Dingen Daten zwischendurch. Diese Nacktputzagentur wurde im Mai 2009 eröffnet. Eben höre ich das Wort September 2008. Das heißt, da haben Sie die Kim schon bei Ihrer Mutter getroffen. Hatten Sie also schon deutlich vorher Kontakt zu Olivia Strauß? Sehen Sie? Wieder so eine Sache, die ich nicht verstehe.
Was wolltest du damals schon bei Olivia? Ja, ihm hat sie Sprache verschlagen. Kim, was unternehmen Sie beide so, wenn Sie sich mit Herrn Felten treffen? Alles eigentlich alles Mögliche. Ich wusste bisher auch noch nicht, dass das ein Geheimnis sein soll. Wir gehen ins Kino, manchmal in den Zoo. Vor ein paar Wochen waren wir in einem Freizeitpark und letzten Samstag sogar auf einer Party. Letzten Samstag war das, ja? Da hast du mich doch angerufen und mir gesagt, dass du im Golfclub bist. Also, jetzt red endlich hier mal Klartext. Hast du was mit diesem Mädchen oder nicht? Ich will jetzt endlich wissen, was hier läuft. Ich verstehe das alles nicht. Warum behaupten denn jetzt hier alle, wir hätten was miteinander, Jochen und ich? Nur weil er ein paar Jahre älter ist, können wir doch trotzdem nur befreundet sein. Im Übrigen habe ich auch schon einen Freund in Mainz. Das ist vielleicht ein Grund, aber kein Hindernis. Der Herr Felte ist verheiratet. Da kann man doch eine Affäre haben. Oder nicht? Soll schon mal vorgekommen sein. Hält ihn ja auch nicht vom Nacktputzen ab. Herr Felte, ich kann Sie rechtlich leider nicht zu einer Aussage zwingen, denn Sie haben in diesem Verfahren, ich betone diesem Verfahren, weil es um Ihre Ehefrau geht, ein Zeugnisverweigerungsrecht. Aber sie wirkt ausgesprochen angespannt die ganze Zeit. Wollen Sie uns nicht ehrlich mal sagen, was Sie mit Kim verbindet? Irgendwann kommt's doch raus. Herr Felte, ich wage jetzt mal eine Prognose. Sie haben eine Affäre mit einer 16-Jährigen und Ihre Frau betoniert Ihnen die Füße ein. Da würde ich mal vorsichtig sagen, die Ehe ist möglicherweise am Ende. Was wollen Sie denn jetzt mit Ihrem Schweigen noch retten? Ich habe nichts mit Kim, hab kein Verhältnis mit ihr. Sie ist doch noch ein Kind und sie ist... Sie ist nicht irgendein Kind, sie ist... Sie ist mein Kind. Hä? Wie bitte? Was ist los? Ich soll deine Tochter sein? Fabian ist mein Vater. Mama, jetzt sag doch auch mal was. Sie hat gerade die Sprache verschlagen, ihrer Mutter. Herr Felte, lassen Sie sich nicht unterbrechen. Sie waren so schön dabei zu reden. Ja, ich war damals, wie gesagt, einmal mit Olivia habe ich mit ihr geschlafen. Und danach ist sie schwanger geworden. Und wir wussten nicht, von wem das Kind ist. Ob das jetzt von mir ist oder vom Fabian. Der war, mit ihm war sie ja damals schon zusammen. Und... Kerstin, ich hatte so panische Angst, dass wenn du das rausbekommst, dass du dich dann von mir trennst. Und ach ja, und dann hat Olivia gesagt, ich bräuchte mir da keine Gedanken drum zu machen. Sie würde auf jeden Fall Fabian sagen, dass Kim seine Tochter ist. Das scheint jahrelang funktioniert zu haben. Wann hat sich das geändert? Sie würde auf jeden Fall Fabian sagen, dass Kim seine Tochter ist. Das scheint jahrelang funktioniert zu haben. Wann hat sich das geändert? Ja, das hat sich geändert bis im, das war so August 2008. Da stand Olivia auf einmal bei mir vor der Tür und hat gesagt, dass Kim meine Tochter ist. Haben Sie ihr das ohne weiteres geglaubt? Nein, natürlich nicht. Ich wollte natürlich erstmal auf Nummer sicher gehen und wollte einen Vaterschaftstest. Und den hat sie mir dann auch gezeigt, aus dem eindeutig hervorgeht, dass Kim meine Tochter ist. Und Kerstin, ich konnte dir das noch nicht sagen. Ich hatte viel zu viel Angst, dass du dann Schluss machst. Aber warum habt ihr mir das denn nicht erzählt? Ich konnte es dir doch nicht sagen. Ich hatte so Angst vor Kerstin. Kim, bitte glaube mir, du bist meine Tochter. Und ich habe auch die Vaterschaftsurkunde, habe ich hier, diesen Vaterschaftstest. Den habe ich aus Gewohnheit, trage ich immer bei mir, weil ich konnte den zu Hause ja nicht rumliegen lassen. Ich hatte Angst, dass Kerstin ihn dann entdeckt. Ach, dann geben Sie ihn mal mir. Ja, natürlich. Kerstin, das tut mir leid. Ich weiß, ich habe da wahnsinnig Mist gebaut und ich hätte dir das schon viel früher sagen müssen. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Nehmen Sie Platz, der bleibt erstmal bei mir. Ja, vom Text her sind Sie der Vater. Nur, Frau Strauß, kann es sein, dass Sie an diesem Test so ein bisschen rumgebastelt haben? Nein, wieso? Ja, weil diese leichten Streifen hier könnten auf eine Kopie schließen lassen. Und die Unterschrift könnte auch übergezeichnet sein. Die ist so ein bisschen krakelig für einen Professor. Und sowas entsteht, wenn man vielleicht zwei Teile übereinander klebt, kopiert, heißt das, und dann nachzieht die Unterschrift. Heißt das, der Vaterschaftstest ist gefälscht? Also Herr Feld, ich glaube, Sie stellen fest, dass auch Tatsachen nackt sein können und denen sollte man dann mal ins Auge blicken. Das ist nicht ganz so einfach, was zu fälschen, wie man immer glaubt. Zumal nicht, wenn das jemand sich anguckt, der davon ein bisschen Ahnung hat. Ist das gefälscht oder nicht? Oder müssen wir es jetzt erst zur KTU geben, bevor Sie irgendwas sagen? Das hätte doch fast alles so gut funktioniert. Was hätte gut funktioniert, Frau Strauß? Als ich damals zurück in den Ort nach Stuttgart gekommen bin, da habe ich gesehen, wie weit Kerstin es gebracht hat.
Ich hab euch so um euren Luxus beneidet. Ich stand nach der Trennung ohne alles da. Ohne Wohnung, ohne Job und ohne Geld. Ja, und da wollte ich halt was von eurem Geld abhaben. Ja, und da habe ich erst mal auf Jochens Unterhalt spekuliert. Ich meine, ich wusste wirklich nicht, wer Kims Vater ist. Aber dann hat dieser Test leider ergeben, dass nicht Jochen, sondern Fabian der Vater ist. Kim ist nicht meine Tochter? Damit waren dann auch alle meine Pläne dahin. Mhm. Ja, und dann bin ich halt auf die Idee gekommen, den Test zu fälschen. Und damit habe ich halt Jochen erpresst. Wie viel Geld hast du von Ihnen abgenommen, Herr Viertel? Ja, am Anfang 300 Euro und nachher sogar 500 Euro. Pro Monat? Pro Monat, damit sie nichts Kerstin sagt. So, und ich musste das Geld irgendwie beschaffen und dann habe ich irgendwelche Nebenjobs angenommen, um das Geld ranzuschaffen. Aber als ich dann nichts mehr hatte, hat sie mich erpresst und hat gesagt, hier, diese Tätowierung auf der Stirn müsste ich machen und auch noch dieses Nacktputzen. Und für dieses Nacktputzen habe ich keinen Cent bekommen. Also alles nur Lüge hier, alles gelogen. Wahnsinn. Kerstin, ich habe einen wahnsinnigen Fehler gemacht, aber ich hoffe, du verstehst jetzt, weshalb ich mich in den letzten Monaten so benommen habe. Mann, ich habe gedacht, du hast ein Verhältnis mit dem Mädchen. Eben, eben. Und deshalb möchte ich mich wieder Ihnen zuwenden. Seit wann hatten Sie diesen Verdacht, Frau Felte? Ja, eigentlich schon seit dem 29. August. Seitdem Sie auf dieser Internetseite waren? Ja. Ja, ich habe diese Internetseite einmal aufgerufen und hab da Jochen gesehen und ich war also völlig verwirrt. Ich bin zu Olivia gefahren und ich wollte sie zur Rede stellen und sie fragen, warum er das alles für sie tut. Und als ich dann da angekommen bin, habe ich dann Jochen vor der Tür gesehen und er hat Kim umarmt. Und da habe ich gedacht, er hätte jetzt auch noch ein Verhältnis mit diesem jungen Mädchen. Ich war völlig... Frau Felte, warum haben Sie ihn nicht angesprochen? Oder die zwei? Ich stand völlig neben mir. Ich war sprachlos. Ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte. Ich bin einfach nach Hause. Ich wollte meine Ruhe haben. Ich wollte jetzt einfach nur mal runterfahren und irgendwie mal nachdenken. Na, und dann ging das Telefon. Und da hat der Herr Reeser angerufen und mir gesagt, dass er diesen Schnellbeton in das Haus hat gießen lassen. Und ja, dass ich mir das hier angucken könnte. In 2 Stunden wäre es trocken. Und naja, da kam mir halt die Idee, das jetzt auszunutzen. Ich bin in so ein Internetcafé gegangen und habe über diese Online-Maske Jochen zu diesem Haus bestellt. Wie sind Sie dann ins Haus gekommen? Ja, das war ganz einfach. Ich wusste von Herrn Reeser, dass ein Fenster nicht richtig schließt. Und ich bin dann durch das Fenster rein und habe mir Handschuhe übergezogen und habe dann halt auf Jochen gewartet. Und dann, ja, und dann stand er vor mir. Und Sie müssen sich mal vorstellen, in diesem absolut lächerlichen Outfit. Es war peinlich einfach nur. Ich war so wütend. Und da habe ich diese Dachlatte genommen und habe... Mal den Rest kennen Sie ja. Aber Kerstin, warum hast du mir auch noch die Füße einbetoniert? Erklär's mir, ich verstehe das nicht. Ja, ich habe dich die ganze Zeit überhaupt nicht verstanden. Ich wollte dich so gern verstehen, aber ich konnte es nicht. Ich wollte einfach nur, dass du mal nachdenkst. Ich wollte dich nicht verlieren. Noch Fragen an Kim Strauß? Nein, danke. Das war eine kleine Achterbahn für Sie, so ein Gefühl. Bleibt unvereidigt, die Zeugin, nehmen Sie bitte hinten Platz. Werden Anträge gestellt? Nein. Schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Vorsitzende, mit einer Ehe ist es wie mit dem Beton. Es kommt drauf an, was man draus macht. Und ich möchte meine Prognose mal revidieren von eben. Ihre Ehe hat eine gute Chance. Sie passen beide hervorragend zusammen. Ihr Mann hat einen Hang zu leicht bekloppten Nebenjobs. Und was Sie dann machen, ist ja auch der absolute Wahnsinn. Oder ist es das nicht? Das waren hier eine Mafia-Methoden, was Sie gemacht haben. Das war nicht aus der Wut heraus. Sie haben ihn doch wirklich dahin bestellt. Sie standen nicht vor ihm und haben dann zur Dachlatte gegriffen. Das hatten Sie vor. Sie hatten das alles vor. Sie haben ihn auf den Stuhl gesetzt. Das ist eine Art Folter. Das ist wirklich grausam gewesen, was Sie hier gemacht haben. Das war eine gefährliche Körperverletzung. Das war aber auch eine Freiheitsberaubung. Und das war eine Nötigung gleichzeitig. Deshalb meine ich, die Mindeststrafe reicht nicht ganz aus. Eine leichte Erhöhung, 8 Monate beantrage ich zur Bewährung auszusetzen. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Sie haben das Wort. Herr Rechtsanwalt Düss. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, das, was wir hier gerade gehört haben, das war das nackte Grauen, das gebe ich gerne zu. Also völlig unbestritten, diese 40-stündige Tortur, die Sie da erleiden mussten, das ist, glaube ich, schwer nachzuvollziehen. Ich muss allerdings auch zugunsten meiner Mandantin sagen, auch für sie war die Situation vorher das nackte Grauen. Die einzelnen Tatabschnitte sehe ich etwas anders als der Herr Staatsanwalt. Ich meine, dass der Schlag mit der Latte, wie meine Mandantin das hier glaubhaft erklärt hat, wirklich im Affekt geschehen ist. Sie war auf,
war wirklich gereizt, als sie ihren Mann da das erste Mal live dann auch nackt gesehen hat, aufgrund der Tatsache, dass sie gesagt hat, sie hat das, so krank das klingt, getan, um die Ehe zu retten. Gehe ich davon aus, dass wir hier mit dem Mindeststrafrahmen auskommen, mich beantragen, eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten zur Bewährung auszusetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rechtsanwalt Düss. Frau Felte, Sie haben das letzte Wort. Es tut mir leid. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte wird wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung und Nötigung zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten verurteilt, ausgesetzt zur Bewährung und sie trägt die Kosten des Verfahrens. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Nur damit keine Irritation aufkommt, ein Gericht ist nicht an den Antrag der Staatsanwaltschaft gebunden, auch wenn es nicht häufig vorkommt. Man kann auch die Strafe mit der Strafe drüber gehen. Und ich fand die 10 Monate schon milde, Frau Felte. Wir haben hier sehr deutlich gehört, um was für ein Martyrium es hier gegangen ist. Und das wussten Sie auch und das wollten Sie auch. Und geplant war es auch. Das Einzige, was für Sie spricht, ist selbstverständlich neben dem Geständnis, das ist doch relativ spontan war alles innerhalb eines Tages, als Sie es davon erfahren haben. Aber die Durchführung dieser Geschichte und auch, dass Sie es gelassen haben bis Montag früh, war eine hochgefährliche Angelegenheit. Es ging da nicht nur um Ihre Ehe, Frau Felte. Das hatte einen riesen Anteil von Rache. Und der macht die Sache teurer, als wenn es jetzt hier nur um darum gegangen, denk mal drüber nach, was du mir antust. Herr Felte, ich verkneife es mir, Stellung zu nehmen zu Ihrem Nackeputzi auf der Stirn. Ich hoffe, es geht einigermaßen schnell wieder weg. Und was Sie betrifft, natürlich, Frau Strauß, so geht es auch nicht. Das heißt, Sie werden schlichtweg ein Verfahren bekommen wegen Erpressung. Gegen dieses Urteil gibt es das Rechtsmittel der Berufung oder der Revision einzulegen binnen einer Woche ab heute. Die Verhandlung ist geschlossen. Olivia Strauß wurde unter anderem wegen Erpressung, Betruges und Urkundenfälschung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr und 10 Monaten auf Bewährung verurteilt. Jochen Felte wurde wegen unendlicher Falschaussage zu einer Geldstrafe von 700 € verurteilt.